So, jetzt sind wir hier bei BMW angekommen. Da muss ich sagen, ist dieses ganze Thema Elektro schon ein bisschen stärker aufgegriffen. Was ich hier interessant finde, sie haben sie nochmal den i8 Roadster ganz vorne hingestellt. Ist ja ein Hybrid, also hat immer noch einen Verbrennungsmotor drin. Also mit offenem Dach, hier dann eben als Coupé mit geschlossenem Dach. Hier immer relativ sichtbar und sehr eye-catchy-mäßig die Ladestation daneben. So, und jetzt wird es hier voll elektrisch. Jetzt kommen wir hier zu einem i3. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich sehe es nicht, aber gut, der i3 ist ja bekannt. Gibt es eben voll elektrisch oder mit Range Extender. So, und dann muss ich feststellen, war es das dann schon wieder mit der E-Mobilität. Also es ist schon wenigstens ganz vorne zu sehen, finde ich gut. Ja, und hier dann wieder die üblichen bekannten Verbrenner. Ein 5er Diesel. Hier ein X3. Ich weiß es nicht. Ja, X3, ganz genau. 3er Touring. Ja, so geht es hier im Prinzip durch. Da gibt es dann hier den Serie 4 Grand Coupé. X4 noch ein paar. Der X2 da vorne, der ganz kleine. Oder nicht ganz kleine, aber der kleine SUV. Ja, hier wieder ein großer Screen. Naturlandschaft. So, was haben wir hier noch? Hier hinter Glas M8 Coupé. Ordentlich Verbrennerpower. Ja, interessiert mich irgendwie nicht mehr. Naja, hat alles so seine Zeit. So, was haben wir hier noch? Auch wahrscheinlich eher so eine Studie, wenn ich mir da den Boden im Kofferraum so anschaue. Ja. 7er, BMW 7er. Sieht schön aus. Gefällt mir wirklich gut. Aber hat halt einen Verbrenner. Ist leider nicht mehr mein Ding. Ja, also wenigstens vorne auf der einen Seite elektrisch. Und ist auch sehr gut sichtbar gemacht durch die Ladestation. Ja. BMW ist da auf jeden Fall schon weiter als manche anderen.